Hi Leute, hier ist wieder Femmel und ja, ich werde jetzt ein kleines Seitenprojekt starten. Viele Leute haben mich auf dieses Spiel hingewiesen und naja, okay. Eine Person hat mich auf dieses Spiel hingewiesen, aber ich habe von diesem Spiel schon oft gehört, denn es ist Day of the Tentacle. Ein Spiel, was in Gamerkreisen immer sehr hoch gelobt wird, und ich werde euch jetzt erstmal ein paar Details über dieses Spiel erzählen. Day of the Tentacle, der eigentliche Name ist Maniac Mansion. Day of the Tentacle. Es wurde 1993 von LucasArts entwickelt und gepublished und war damals erhältlich für Windows, DOS und Mac. Es hat hohe Wertungen eingeheimst. PC Player hat 1993 dieses Spiel mit 93% bewertet, Powerplay ebenso, selbes Jahr. Und interessant, Game One, auf der Liste beste Spiele aller Zeiten, hat dieses Spiel 2008. Also gut 15 Jahre später als bestes Spiel aller Zeiten prämiert und als Lieblingsspiel der Redaktion bezeichnet. Das will das heißen, denn dieses Spiel ist ja immerhin schon 17 Jahre alt und das schlägt sich in Grafik und allem nieder. Besonders bekannt ist dieses Spiel für den Humor und das Gameplay an und für sich. Ein hervorragendes Point-and-Click-Adventure, sagen die Leute. Es gibt auch ein Fanprojekt, so groß ist die Fangemeinde, das heißt Return of the Tentacle, ist soweit aber noch nicht erschienen. Ja, dieses Spiel ist 17 Jahre alt, um dieses Spiel zu spielen. Denn ein 17-jähriges Spiel läuft auf einem 64-Bit-Betriebssystem einfach nicht mehr. Brauche ich einen DOS-Emulator? Ich emuliere jetzt quasi das Windows-DOS-Betriebssystem auf meinem Computer. Falls ihr dieses Spiel mit mir spielen wollt oder falls ihr Lust darauf bekommen habt, empfehle ich euch Folgendes. Ihr googelt Day of the Tentacle Game oder Download. Es gibt viele legale Downloads von diesem Spiel, weil dieses Spiel einfach schon sehr alt ist. Weiterhin googelt ihr den Emulator DOSBox. 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 Das ist der Emulator. Und ich zeige euch jetzt, wie man diesen Emulator verwendet. Okay. Ihr braucht zuerst eine virtuelle Festplatte. Das machen wir ganz einfach, indem wir hier raufklicken und sagen Mount C. Das ist unsere Festplatte C. D. Das ist jetzt das Verzeichnis, in dem wir quasi in dem ich meine Spiele habe. So, der Pfad ist schön groß, schön klein, DDoS-Programme. So, und jetzt habe ich dieses eine Verzeichnis auf meinem Computer als Festplatte. Wir können jetzt einfach mal, ach so, genau. Wir sagen jetzt, dass er nur noch unter C gucken soll. Das haben wir jetzt getan. Wir gucken jetzt einfach mal an, welche Ordner in dieser Festplatte sind. Das machen wir mit dem Befehl dir, D-I-R. Und wir sehen, wir haben die Ordner CAC und DOTT. CAC ist ein anderes Spiel und DOTT ist der Ordner, wo wir hinwollen. Also sagen wir CD DOTT. Das sagt quasi, dass jetzt quasi virtuell eine CD mit diesem Ordner im Programm ist. Nagelt mich jetzt nicht auf technischen Details fest. Und wir können diese jetzt anwählen. So, falls ihr nicht wisst, wie die Excel-Datei heißt, die ihr dann effektiv ausfüllen müsst, könnt ihr hier nochmal den dir-Befehl geben. Und ihr guckt jetzt einfach in dieser Liste, aha, Exe DOTT. Also gehen wir ein, DOTT. So, und wir sind im Menü. Das Spiel hat gestartet. Wir gucken jetzt einfach mal. Ja, das ist alles wunderbar. Und wir starten das Spiel. Day of the Tentacle. Das hier ist Day of the Tentacle Blind von Farewell 2192. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde auf jeden Fall Spaß haben. Wir gucken uns gemeinsam das Intro an, denn ich denke, das lohnt sich. Ja, wie gesagt, mein erstes Blind-Projekt. Ich bitte euch bitte nicht zu spoilern. Gar nicht. Nicht bei Rätseln zu helfen. Ich weiß mir schon zu helfen. Und auch den anderen Usern zuliebe. Einfach nichts sagen. Ich weiß, es liegt einem immer in den Fingern, aber ich mag es auch nicht, wenn man mir im Kino das Ende verrät. Also lasst es. Ja, wir sehen jetzt quasi, wie das violette Tentakel. Ja, ich habe das Spiel schon kurz angespielt. Es ist blind. Ich habe es nie durchgespielt. Ich habe es nur einmal kurz angespielt. Wir sehen jetzt, wie das lila Tentakel mutiert. Und es ist komplett Englisch. Keine deutsche Sprachausgabe. Ihr müsst damit klarkommen. Ich glaube, du solltest das nicht trinken. Es sieht schlecht für dich. Nonsense. It makes me feel great. Smarter. More aggressive. I feel like I could. Ich finde auch die Vertonung für die Zeit einfach hervorragend. Ganz im Ernst. Like I could. Die Ärmchen, ey. Wenn der Kretzer hat, kann er sich nicht am Hintern kratzen. Take on the world.
Bam, bam, bam. Es ist so lustig. Look, Ogie, it's a hamster. Just what I need for dissection lab tomorrow. I think I need that for the band, Laverne. You know, like we could mine its head off or whatever. Hands off that hamster. Friend of yours, Bernard? He belongs to Weird Ed Edison, and it looks like he's brought us a note. Ooh. It's from my old friend, Green Tentacle. He says that Purple Tentacles mutated into an insane genius, and Dr. Fred's going to kill them both. What? Diese Gesichter. I thought I was free of Dr. Fred and those crazy Edisons forever. But now, I know that I must go back to the mansion. Bam, bam, bam. Ja, das war übrigens eine kleine Reference. Das ist übrigens der Nachfolger zu Maniac Mansion, einem Vorgänger. Dazu habe ich jetzt nichts recherchiert, aber das ist quasi der zweite Teil einer Serie, was oft vergessen wird. Jetzt die Intro-Sequenz, jetzt kann ich wieder ein bisschen labern. Ich habe die Sprachausgabe angestellt, weil es einfach besser ist. Ich komme einfach mit den Stimmen nicht so klar, also ich kann ihn nicht nachmachen. Außerdem ist mein Englisch nicht akzentfrei und deswegen werde ich euch nur das Nötigste vorlesen. Es ist nicht alles so mit Zwischensequenzen und, Sprachausgabe, kann man das gerendert nennen? Ausgestattet ist ein schönes Wort. Wie das jetzt eben, das ist jetzt die Intro-Sequenz und ich lasse sie einfach laufen. Grafisch kann man nichts zu sagen, denn das ist einfach 17 Jahre alt. Aber was man sehr wohl bemerken kann, ist der Stil. Denn, ihr seht mal, die Laternenmasten sind ein bisschen schräg und es ist alles comichaft und karikiert dargestellt. Ich finde das großartig. Zum Beispiel auch in Nightmare Before Christmas, das war ja nun wirklich keine naturalistische also von Tim Burton, wenn ihr das nicht kennt, in Nightmare Before Christmas von Tim Burton, geht es sofort gucken. Das ist ja auch nur keine naturalistische Darstellung eines Berges zum Beispiel, wo Jack the Pumpkin da oben drauf liegt. Aber es ist eben der eigene Stil. Und genau das hat dieses Spiel auch. Und es bleibt sich die ganze Zeit treu. Dieser eigene, ganz eigene Stil. Es ist großartig. Es ist eine Meisterleistung. Also sowas zu schaffen, sich in einem Spiel einen Stil anzueignen, in einer Serie. Das finde ich hervorragend. Hervorragend. Mit der Kuh. Hat eine Kuh im Kofferraum. Großartig. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe dieses Spiel nie gespielt, nie durchgespielt, aber ich liebe es jetzt schon. Und das will was heißen. Ein Kumpel von mir hat es gespielt und er sagte, es ist einfach das perfekte Spiel. Okay, wir kommen jetzt wieder zu einer Zwischensequenz. Wir sind jetzt in der Maniac Mansion angekommen. Okay, we'll spread out commando style. Laverne, you go secure the area behind those double doors. Hoagie, you take care of upstairs reconnaissance. I'll maintain command HQ here, in the lobby. What are we looking for? We've got to find where Dr. Fred is holding the tentacles. This better not take too long. I've got an anatomy final tomorrow. Streberin. And I've got a show to set up later tonight. If I'm late, I don't get to test the drums. If I know Dr. Fred, he's got the tentacles tied up in his secret lab. Question is, where's his secret lab? Das ist aber auch eine merkwürdige Angewohnheit. Okay, wir haben jetzt Kontrolle über das Spiel. Wir sind Bernard. Im Moment noch. Und wir können uns jetzt frei bewegen. Wir können jetzt zum Beispiel zu diesem Ding hingehen und da einfach mal look at das. 1952. Super. Wir können jetzt auch open das machen. Und es lässt sich nicht öffnen. Das ist einfach Point-and-Click-Adventure-Style. So, und jetzt muss ich einfach mal Pick-up Dime. So, wir haben jetzt ein Dime. Ich glaube, das ist ein halber Dollar. Was ist das? Walk to gum with the dime stuck in. Okay. Pick-up. Hau rein. Stuck to the floor. Mann, das ist ein Kaugummi. So, Office. Wir gehen einfach mal rein. Wir müssen hier alles bestätigen. Open. Einiges macht er schon alleine. So, und was können wir hier machen? Walk to phone. Und wir können das benutzen. Use. Use phone.
won't handle this kind of emergency. Also er sagte gerade, selbst der Rettungsdienst würde diesen Notfall nicht schaffen. Also ich werde dann einfach die englische Sprachausgabe vorlesen. Das sind kleine Sachen, das kriege ich wohl noch hin. So, wir können das mal können wir es usen? I'd rather not. wir können da look at. So, looks like Dr. Fred wearing a powdered wing. Handsome in a way. But I'm glad eventually accepted his hair loss. Sehr geil. Oder Family Photos. Wir können da auch mal angucken. Family Photos. Boy, the Edisons are especially ugly family. Ja, ihr seht schon, mein Englisch ist einfach nicht gut. So, Desk Door können wir mal open. Mal gucken, was da drin ist. Look at this. It's a bottle of correction fluid. Okay. Können wir es nehmen? Gift. Pick up da. I don't think I can pick that up. Ja, genau, klar. Wir müssen auch sehr präzise sein. So, jetzt haben wir das, was auch immer das ist. Also man sammelt sich hier seine kleinen Items und versucht die dann zu kombinieren, um Rätsel zu lesen. Die Rätsel sind hier schon manchmal. I best not mess with it. Das ist so geil, ey. Walk to service bell. Use service bell. Ding. Pick up service bell. It's permanently attached to the countertop, okay? Walk to grandfather clock. Look at. There's something funny about that clock. Warum nicht mal open? Aha. Ah. A secret passage. Da geht's also zum Geheimlabor. Easy. Ist das witzig einfach nur. Wieder Zwischensequenz? Laverne, how'd you get upstairs? Am I upstairs? I got lost. Seen any tentacles? What's a tentacle? What's a tentacle? Und wer ist das? Just something I whipped up in my spare time. Was sind seine Freizeit? Good pets, actually. Until one of them tried to take over the world, had to tie the little brothers up in the basement. Good thing you told us that. Yeah, Bernard wanted us to set them free. Thank God you weren't that stupid. Did you say Bernard? Es ist so witzig. Und wir haben die Tentakel gefunden und lassen sie frei. Ach du Scheiße. Thanks, Bernard. Yes, thank you, naive human. Das ist so cool. Er ist wie Brain aus Pinky and the Brain. Ganz genau. Ganz genau ist das. Ah, das ist so herrlich. Oh, yeah. Now I remember. He's incredibly evil. Isn't he? Ah, ist das herrlich. Well, what possible harm could one insane mutant tentacle do? Weiß es nicht. Leaping lab rat! Dr. Fred! What have you done this time, you meddling milk test? Now, diese Schimpfwörter, diese Schimpfwortkombination, das ist herrlich. Ich gehe gerade ein bisschen über das Spiel ab, aber das ist es wert. Er wird die ganze Menschheit festhalten. Ups. Yesterday! Es gibt eine Time Machine? Was zur Hölle? This is all your fault, Bernard. Behold, children, the Chronogen. Doc, can't you just send Bernard? No, you must all go to increase the odds that one of you will make it there alive. Was denn? Have people ever been hurt in this thing? Of course. Of course not. This is the first time I've ever tried it on people. Das ist eine gute Quote, oder? 100%? Oder nicht? Okay, wir reisen durch die Zeit. Um den Professor davon abzuhalten, diese Sludge-O-Matic-Maschine anzustellen. Es kann, das ist doch Desaster. Das buchstabiert doch Desaster. Well, I'll be. Es ist so witzig, diese Sequenz. Mal gucken, ob wir hier anhalten können. Ja, wir können hier anhalten. Okay, wir machen hier einen kleinen Cliffhanger. Wir reisen gerade durch die Zeit, Leute. Wir reisen durch die Zeit, um den Professor davon abzuhalten, die Sludge-O-Matic-Maschine anzustellen, ja?
Soweit ist klar. Wir haben jetzt also vor uns ein böses Tentakel und mir geht die Zeit aus. Also, seid einfach nächstes Mal dabei bei Let's Play Day of the Tentacle. Ich bin Farewell. Danke, dass ihr vergesst nicht die Kommentarfrage der Woche. Wo arbeitet ihr? Okay? Also, bis dann und ciao.